Köln, Aachener Straße 233. Hier befindet sich seit 2005 das Laufsportfachgeschäft Bunert. Der Schwerpunkt liegt auf professioneller Beratung und dem Verkauf von Schuhen und Bekleidung für Laufsportler. Aber auch Extremwanderer wie ich finden hier den richtigen Schuh. Heute ist es mal wieder soweit. Neue Schuhe müssen her. Guten Tag. Morgen. Ich bräuchte ein paar neue Laufschuhe. Ja, sehr gerne. Das kriegen wir hin. Ja. Hast du vielleicht was Altes mitgebracht oder kannst du mir was erzählen? Ich habe auch ein paar alte Schuhe mit dabei. Ich trage in der Regel auf all meinen Strecken, auf all meinen Touren, egal wo ich hingehe, immer einen leichten Jogging-Schuh, obwohl ich selber nicht jogge. Ich bin halt viel auf Märschen, auf Wanderungen unterwegs, auf Asphalt, auf Waldwegen, eigentlich überall und trage da im Grunde immer einen leichten Laufschuh. Okay. Alles klar, das kriegen wir hin. Du kannst grundsätzlich mit jedem Laufschuh auch walken gehen. Richtig, genau. Dafür sind wir ausgestattet. Alles genau. In Turnschuhen. Okay, das kriegen wir hin. Super. Ich nehme dich mit, okay? Perfekt. Genau, ich habe dir hier auch mal meine alten Schuhe mitgebracht. Ja. Ich bin übrigens der Sebastian, wie heißt du? Sebastian, Alex. Alexander, grüß sehr dich. Schön, grüß dich, guten Morgen. Genau, das ist der alte Hoka ohne Bondi 6. Mhm. Den habe ich auch bei euch gekauft vor 1,5 Jahren, meine ich. Okay. Und er hat jetzt circa 2.800 Kilometer runter. Okay, ja. Ist auf jeden Fall beachtlich, das sich mal so anzuschauen. Also so sieht ein Schuh, für den jemand gewöhnlich hier bei uns reinkommt, nicht aus. Ne? Der läuft nicht ganz so viele Kilometer auf den Schuh. Jetzt weiß ich, dass du auf unterschiedlichem Untergrund unterwegs bist. Du läufst auf Asphalt, auf Waldwegen, eigentlich überall. Und dementsprechend darf ein Schuh dann nach, ja, wie viel Kilometer? Ja, rund 2.800. Ja. Also dann darf ein Schuh auch so aussehen. Aber dann wird es auch allerhöchste Eisenbahn, den mal auszutauschen. Ne? Also da ist ja nichts mehr drunter an Profil. Mein Problem ist gerade, also ich würde noch weiterlaufen, nur aufgrund der Witterung jetzt draußen, wenn so ein bisschen nasses Laub auf dem Boden liegt, ich rutsche mit der Ferse super schnell aus. Dann kriege ich diese Schockreaktion, ne? Und das ist halt wirklich gefährlich, dass ich auf nassem Boden laufe wie auf rohen Eiern, aus Angst wegzurutschen. Ne? Ja. Und jetzt gehst du ja auch auf und ab, ne? Und schau mal, du hast hinten quasi gar keine Ferse mehr, ne? Der ist hinten komplett runtergerieben. Auch asymmetrisch sehe ich. Auch total asymmetrisch, ne? Also so ganz leicht, ein bisschen nach innen stärker belastet und dementsprechend hast du hinten einfach gar keinen Kontakt mehr zum Boden, ne? Da fehlt dir einfach ein Stück Schuh. Das ist, hat sich verteilt auf Deutschlands Straßen, ne? Ja, ganz genau. Nee, dementsprechend, den sollten wir auf jeden Fall mal austauschen. Genau. Ja, was würdest du mir da empfehlen? Ja, grundsätzlich, wenn du mit Hoka und dem Bondi total zufrieden warst, würde ich dir einfach mal den aktuellen Hoka Bondi an den Fuß geben. Wir sind jetzt beim, es ist sogar ein 7er. Ich glaube, wir hatten, es ist sogar ein 7er. Das ist der ganz aktuelle. Dementsprechend gebe ich dir den einfach nochmal an den Fuß. Wenn du den nochmal hast, ideal. Ich habe den nochmal da und ich bringe dir auch gerne mal ein, zwei Alternativen mit. Top, super. Gerne, alles klar. So, bin ich mal gespannt, was der Alex mir bringen wird. Also den Bondi 7 wissen wir ja. Ich dachte, ich hätte den Bondi 6, aber nein, es ist der Bondi 7. Steht groß und breit drauf, aber wenn man einmal denkt, das ist der 6er, dann... Ne? So, da bin ich wieder. Aber vielleicht bist du ja tatsächlich mal ein 6er gelaufen. Das kann doch sein, oder? Das kann sein, dass ich einen Vorgänger vielleicht hatte, ja. Ja, okay. Dann fangen wir aber tatsächlich auch einfach mit dem an, was du vielleicht schon kennst. Ne? Das wäre ein ganz frischer Bondi 7. 0 Kilometer Laufleistung, so sieht eine Sohle dann aus. Gut. Ne, also das ist doch mal ein schöner Vergleich hier. Ist so richtig Profil drauf hier auch, ne? Sicher. Ja, da ist schon Profil drauf. Ne, auch wie viel Schuh hier hinten einfach fehlt, ne? Das sind ja ein halber Zentimeter, habe ich da runtergelaufen. Ja. Junge. Stark. Bin ich selbst gerade ein bisschen erstaunt. So, genau. Ich nehme die Einlagen mit raus, dann kannst du deine nämlich mit reinlegen. Genau. Ich habe nämlich angefertigte Einlagen vom Orthopäden. Ja. Da gibt es auch so verschiedene Theorien. Die einen schwören drauf, die anderen sagen, bloß nicht, niemals. Ich schwöre drauf, weil die einfach meinem Fuß angepasst sind, links und rechts individuell. Die bestehen nämlich auch aus verschiedenen Kunststoffen, verschieden stark federnd. In der Mitte ist es relativ hart, um diese, wie heißt das, diese Wölbung hier im Fuß? Ja, das Fußgewölbe. Das wird an der Stelle dann so ein bisschen unterfüttert. Genau. Ne? Und da, ich stelle mich da drauf und das ist wie so ein... Ja, wie so ein Förmchen. Das fühlt sich einfach richtig super an und richtig fühlt sich das an. Das ist das Beste eigentlich, was du mit so einem Laufschuh machen kannst. Denn die Einlagen, die drin liegen, das ist nur eine ganz dünne Schaumstoffeinlage. Ne? Das macht ein Hersteller, damit erstmal jeder Fuß in so einen Schuh reinpasst. Aber du kannst ihn mit deiner Einlage halt wirklich auf deine Fußform anpassen. Und was Besseres kannst du nicht machen. Ne? Genau, wenn ich mit gleicher Kraft drücke, Flexibilität, ne? Und auch die Form an sich, das ist eigentlich ein schlechter Scherz, was die Hersteller sagen. Das ist einfach ein dünnes Schaumstoffmädchen, ne? Genau. Mehr ist das nicht. Also ich würde immer dazu raten und empfehlen, sich Einlagen anfertigen zu lassen. Beim Orthopäden geht man vorher zum Arzt eben, lässt sich dann Rezept verschreiben, Kasse zahlt da was zu. Ganz genau. Ich habe da sehr gute Erfahrungen mitgemacht.
Genau, und Laufschuhe sind auch so konzipiert, dass du sie anpassen kannst. Das heißt, Einlagen werden nicht verklebt, die kannst du einfach rausnehmen, die Originale. Richtig, genau. Das ist schon mal gut. Aber nicht alle von Hoka haben das. Ich hatte den Clifton, meine ich mal, gehabt. Ja. Da war der verklebt, die Sohle. Wirklich? Ja. Okay. Ich müsste mir jetzt tatsächlich den aktuellen Clifton in die Hand nehmen, um mal zu schauen, ob sie es geändert haben. Das ist der hinten mit diesem Vorsprung an der Ferse, ne? Viele Hoka-Schuhe haben hinten so einen Spoiler, ne? Spoiler, die, okay. Ja, genau. Also die haben so eine weit ausgestellte Ferse. Also da muss ich wirklich die Sohle rausreißen, ne? Okay. Weil die geklebt war. Ja. Also das fühlt sich schon mal richtig gut hier an. Es dürfte jetzt auch ein sehr bekanntes Gefühl sein, ne? Nur ja, halt eben ohne Kilometer, den du schon auf den Schuh laufen hast. Genau, ich habe jetzt hier, das müsste 10,5 bzw. 45 ein Drittel. Ganz genau, das war auch das, was ich aus deinem alten Schuh noch so entziffern konnte. Ja. Ne? Da war noch so ein Label, konnte man noch so halb lesen. Ja, genau, das Label ist auch schon ziemlich runter, ne? Kann man auch nicht viel erkennen. Genau, was würdest du so raten mit der Schuhgröße? Ja. Gibt es da so, dass man sagt, der Zeh muss ganz vorne. Genau, also am besten fühlst du das im Stehen, du stellst dich hin, schaust einmal, wo ist dein längster Zeh und misst von da ungefähr so einen Fingerbreit Platz ab. Und dann bist du von der Länge des Schuhs genau richtig. Okay. Ich mache es halt immer nach Gefühl. Mhm, ne? Genau. Also das fühlt sich schon wieder richtig klasse und richtig neu an. Der wird natürlich ein bisschen nachgeben, ne? Wie du es von deinen alten Schuhen auch kennst. Das ist auch, finde ich, zu Beginn immer so ein leichter Nachteil, weil halt eben viel Bewegungsenergie in Verformungsenergie umgesetzt wird, dass das Laufen relativ anstrengend ist teilweise. Ja, genau. Also du musst so, eigentlich muss man einen modernen Laufschuh nicht mehr einlaufen, aber er verändert sich halt eben, wenn du den jetzt mal ein paar Kilometer getragen hast. Ja. Und das macht dann schon einen Unterschied in Sachen Komfort, ne? Ja, das fühlt sich richtig, richtig geil wieder an, Leute. Wahnsinn, was für ein Gefühl. Das ist wirklich Laufen auf Wolken, wie so ein Wohnzimmersessel an den Füßen. Ne, ideal. Also gerade für deine Extremmärsche finde ich den halt ideal, ne? Viel Impact immer, also harter Untergrund, richtig. Viel Asphalt zwischendurch, ne? Das über langen Zeitraum. Und gerade die Hoka sind gemacht für so eine Langstreckenbelastung eigentlich, ne? Wenn man mal guckt hier, wie das Material da auch nachgeht, ne? Das ist so richtig so wie so eine Wulst. Mhm, ganz genau. Richtig klasse. Ja, den finde ich gut, den werde ich definitiv nehmen. Okay. Brauchen wir gar nicht weiter zu diskutieren. Wie viele Schuhe läufst du so im Jahr durch? Hast du da irgendwie so ein Gefühl? Sind es zwei Paar? Sind drei es drei bis Paar? Vier. Drei bis vier, ne? Ja. Ja. Also eher drei, manchmal vier, so, ne? Okay. Ja, dann habe ich dir, du hast dir gewünscht, auch mal einen Mitsuno auszuprobieren. Ja, ich hatte schon mal einen gehabt, ein Mitsuno. Ja, kannst du dich noch an das Modell erinnern? Ich weiß nur, dass da X-Pop drauf stand. Okay, das haben die, glaube ich, mir, alle, ne? Das hilft mir leider nicht. Das ist, glaube ich, eine Bezeichnung für die Art der Sohle früher gewesen. Okay. Das Modell nennt sich Wave Rider. Ne? Okay. Also das ist ein Laufschuh, auch mit einer sehr, sehr guten Dämpfung. Ja. Du hast ein schönes Profil drunter, wärst also auch absolut damit im Wald sicher unterwegs. Ja. Hast eine Besonderheit und das ist hier so eine kleine Kunststoffplatte, die hier eingelassen ist. Die sorgt dafür, dass es so ein bisschen federt beim Laufen. Okay. Und da stecken zwei unterschiedliche Schaumarten drin. Das heißt, du hast einen ganz weichen Schaum, da sinkst du so ein Stückchen drin ein. Und der andere Schaum ist ein bisschen fester, damit du halt eben nicht zu viel Energie verlierst beim Laufen. Ja. Mitsuno Energy nennen die das. Also es ist einfach so ein bisschen diese Mischung, genau. Effizienter, so eine Mischung, ganz genau. Finde ich sehr gut. Das haben zum Beispiel solche, ich sag mal, Supermarkt-Turnschuhe, die man im Kaufland in der Krankiste findet. Das ist nur ein Stück Gummi, mehr ist das ja nicht, ne? Ja, ganz genau. Und die sind dann wirklich entsprechend auch besser verarbeitet, ne? Genau, von der Passform müssen wir mal schauen, der ist ein bisschen schmaler geschnitten als ein Bondi. Ja, ich habe nämlich das Problem, ich habe einen Spreizfuß, glaube ich, also wie so ein Donald Duck-Fuß habe ich. Du setzt auf, ne? Und der Fuß breitet sich so ein bisschen aus, ne? Genau. Extrem breit. Da habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, dass es immer gut ist, wenn die Schuhe hier oben im Zehenbereich keine so Verschnörkelungen haben oder so Plastikverzierungen. Mhm. Das kann man sich dann nämlich auf den Zehen oben drauf auch blasen laufen. Ja, genau. Und die modernen Schuhe sind in der Regel eigentlich komplett ohne Nähte gearbeitet vorne. Die sind wie so ein Strumpf, wie so ein Socken. Ja. Also fühlt sich auch schon mal gut an. Obermaterial schön weich. Der hat natürlich deutlich weniger Dämpfung jetzt als der Hoka. Der hat auch einen flacheren Sohlenaufbau, ne? Das ist dann ein Schuh, den würde ich sagen, vom Gefühl eher für Waldboden geeignet. Dann hast du die Dämpfung vom Boden und hier das bisschen. Genau. Und den Hoka als reinen Asphaltschuh, ne? Ja, absolut. Zum Kilometerschrubben. Der Theorie nach, aber praktisch ist dann doch immer anders, ne?
erstmal ein bisschen schneller gehen. So. Ja, der federt auch, aber durch diese Plastikplatte, die da drin ist, das merkt man schon, dass der doch ein bisschen steifer ist als der Bondi 7. Läuft sich aber trotzdem auch sehr gut. Also auch geeignet für Schritte über 7 km/h. Ja. Optik ist natürlich absolut zweitrangig, aber da gucke ich auch schon mal drauf. Farblich, ja, ist in Ordnung. Geht noch in Ordnung. Kann man sich draußen mit zeigen. Okay. Das ist die Hauptsache, genau. Funktion ist die Hauptsache, aber... Aber hier sieht man auch, ne, durch den breiten Fuß, wenn ich jetzt aufsetze, wie der Stoff sich halt nach außen spannt. Ne? Mhm. Genau. Der Schuh gibt ein Stück weit nach. Wir müssen halt schauen, dass du nicht wirklich so seitlich arg über den Schuh hinausragst. Du siehst es bei mir so ein bisschen. Ich habe auch einen breiten Vorderfuß. Mit dem kleinen Zeh, ne? Ganz genau. Und so seitlich ragt der Fuß dann immer so ein bisschen über die Sohle drüber. Richtig. Wenn der Schuh schön weich ist, macht er die Bewegung mit, aber es darf dich nicht einengen. Ne? Ja. Und ich meine, wir haben jetzt super früh am Tag. Wenn du dann mal denkst, du läufst deine Märsche, du bist auch nachts unterwegs, der Fuß wird einfach super breit. Ne? Genau, genau. Da habe ich oft das Problem, wenn der Schuh was schmaler geschnitten ist, dass sich der kleine Zeh irgendwann dann durch das Material durchgearbeitet hat und rausguckt. Da ist einfach ein Loch drin dann. Ne? Das soll so nicht sein. Also ich glaube, mit so einer breiten Passform sind wir da ein bisschen besser aufgestellt. Und hier sehe ich auch, der hat hier noch so Plastikverstärkungen leichte. Ne? Das könnte auch nochmal dem entgegenwirken, dass der kleine Zeh sich durcharbeitet. Gut, also die beiden nehme ich auf jeden Fall. Magst du auch noch mal Schuh Nummer 3 anprobieren? Ich würde einen dritten auch noch anprobieren. Genau. Vielleicht switche ich auch noch mal sehen. Du bist früher auch mal in Brooks gelaufen, ne? Richtig, lange Zeit war der Brooks Ghost mein absoluter Favorit. Ja. Dann hattet ihr den aber mal nicht vorrätig. Ah, und dann so bin ich auf den Hoka umgestiegen. Ah, okay, verstehe, richtig. Cool. Denn ansonsten ist das halt so ein, ja, so ein Allrounder und so ein richtiges Arbeitstier, ne? Das ist also der mit dem tiefsten und mit dem gröbsten Profil, so von denen, die wir jetzt anprobieren. Ja. Absolut, also von der Dämpfung ist der ausgelegt für die Straße, aber das Profil ist halt total tauglich für den Wald, ne, für Offroad. Ich meine, es ist auch ein Ticken leichter. Ich glaube, die beiden tun sich nicht viel. Was halt enorm ist, ist, dass die Hoka so leicht sind, trotz dieser sehr hohen Sohle. Ne? Ja gut, das kann auch wirklich durch die Farbe jetzt täuschen. Dass man, nee, das kann wirklich sein. Ne, durch die etwas schwerere Farbe. Genau, ja. Sieht auch super aus. So eine auffällige Farbe habe ich noch nie gehabt. Damit wird man dich auf jeden Fall im Dunkeln sehen. Genau. Genau, fällt tendenziell klein aus, habe ich den eine halbe Nummer größer jetzt mal mitgebracht. Ja. Also fühlt sich auch schon mal gut an, der erste Eindruck. Und so ein Ghost wird halt im Vorfuß auch wieder schön breit. Ja. Ja, also der hat noch einen Ticken weniger Dämpfung als der Mizuno. Mhm. Der ist noch einen Ticken härter. Ja, also da merke ich schon, der rollt nicht so sauber ab wie die anderen beiden Schuhe. Das ist so wie so ein leichtes Flappen, ja, als ob man so aufsetzt und dann flappt, so runterflappt. So fühlt sich das an. Es ist minimal, aber wenn man so ein Gefühl dann auf 60, 70 Kilometern hat, ist das nicht so dolle. Ne? Rollt weniger stark ab, sagst du, fühlt sich so ein bisschen fester genau, an. Genau, das ist wie so ein, als ob er so wegflappt. Ja. Ich finde, man hört dich da drin auch ein bisschen lauter gehen. Ne? Also das spricht ja auch dafür, dass er etwas fester ist. Genau. Nee, also der wird es dann nicht werden. Okay. War ein Versuch wert. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, du kannst auch in Sachen Brooks noch eine Schippe drauflegen in Sachen Komfort. Dann bist du bei einem Glycerin, nennt sich das Modell. Aber das hat dann nicht so ein schönes, tiefes Profil. Ne? Also der ist so ein bisschen flacher von der eigentlichen Laufsohle. Okay. Ich schaue mal, ob ich gerade einen hier in der Wand stehen habe. So grundsätzlich ist das ein Schuh, der baut so ein bisschen mehr Schaumsohle auf. Ne? Der ist ein bisschen stärker gedämpft, ein bisschen weicher. Aber du hast ein etwas flacheres Profil. Wäre ansonsten aber halt eben auch eine Option, einfach um ein bisschen mehr Komfort in den Schuh wieder reinzugeben. Ne? Rollt aber nicht so stark ab wie ein Hoka. Ich wollte gerade sagen, der fühlt sich so schon sehr... Ich würde mal reinschlüpfen. Na klar, kriegen wir hin. Bringe ich den noch mal raus, ja? Ah, nee, den habe ich jetzt einfach aus der Wand gegriffen. Genau. Ja. Okay.
Okay, dann lass uns doch gerade noch mal den Glycerin probieren, wie versprochen. Nun ist es quasi so ein Upgrade vom Ghost. Okay. Einfach mit etwas mehr Komfort und Dämpfung. Namen habe ich schon gehört. Gewicht. Ja. Nur mal im Vergleich den Hooker dazu. Da würde ich ja wirklich, würde ich sagen, er ist wieder ein Ticken schwerer, glaube ich. Mhm. Ja. Also was Hooker da zusammenzimmert, ist schon eine ganz große Nummer. Das ist Wahnsinn, wie leichte Schuhe die bauen. Das schafft auch sonst kaum jemand. Ne? Das ist auch so ein bisschen deren Markenzeichen. Stark gedämpft, aber super weich. Ah, das könnte Probleme geben. Ich habe auch einen sehr hohen, wie heißt das hier? Hohen Spann. Spann, genau. Ja. Wenn es dann da zu lange drauf drückt, dann tut mir irgendwann der komplette Fuß weh. Und dann geht nichts mehr. Ne? Und das könnte so ein Schuh jetzt sein. Die Sohlen sind natürlich auch ein bisschen dicker, also die Einlagen, als die. Ja klar, dadurch stehst du höher im Schuh und dann. Genau. Das war im Grunde auch massiv das Problem bei dem Clifton, den ich mal hatte, probehalber. Der Druck auf den Spann. Ja. Der läuft sich wieder ein bisschen besser als der Brooks von eben. Ich flappe nicht mehr so runter. Aber es fühlt sich an, als ob ich so über einen Hubbel laufen würde. Als ob ich immer so über einen leichten Hubbel eben abrollen würde. Ja. Also der fühlt sich jetzt an, als ob ich über so einen Hubbel laufen würde. Okay. Der rollt zwar deutlich besser ab als der von eben, aber ab hier habe ich das Gefühl, dass ab so ein Berg käme. Mhm. Ist das wahrscheinlich über den du drüber musst. Zu dick gearbeitet wahrscheinlich. Ja. Nee. Aber es ist total spannend, dass du dann so feinfühlig bist, weil du dann doch schon so viele Schuhe jetzt durchprobiert hast, ne? Dass du schnell merkst, was für dich gut funktioniert und was nicht. Ja, und das sind dann wirklich ganz minimale Sachen, die man spürt, aber wenn man jetzt denkt, ich mache das 80 oder 100 Kilometer lang, ja klar. Also der wird es auch nicht. Okay, dann war unser Gefühl vom Einstieg doch eigentlich schon genau richtig, ne? Ich nehme den Hooker und den Mizuno. Alles klar, super, sehr gerne. Und jetzt habe ich gesehen, ihr könnt auch eine Laufanalyse hier vornehmen. Mhm, ganz genau. Also wir haben zwei unterschiedliche Arten von Laufanalysen hier bei uns. Das funktioniert einmal über ein Kamerasystem bei uns in der Wand. Also da kann man dann eine Aufnahme starten. Du läufst einmal auf die Kamera zu, einmal von der Kamera weg und dann sieht man halt eben sehr, sehr schön, wie du läufst. Und das ist total spannend dann auch für Jogger tatsächlich, weil die sich selten selber laufen sehen. Hast ja in der Regel keine Aufnahme davon. Und das zweite ist ein System gestützt durch ein Analysetool. Das ist ein Boden in so einer Platte verbaut. Das ist ein Drucksensor, da kann man barfuß oder dann mit Socken halt drüber laufen und dann kriegt man sehr, sehr schön angezeigt, wo die Belastung für den Fuß am größten ist. Dient zum Beispiel dazu, dem Kunden dann noch Einlagen zu empfehlen für so einen Sportschuh. Es kommt ja nicht jeder schon mit einer orthopädisch angefertigten Einlage zu uns und dann kann man immer noch mal den Schuh so ein bisschen anpassen an die Fußform, wenn man weiß, wo die Belastung am größten ist. Das sind so die beiden Möglichkeiten, die wir hier haben. Super, dann probieren wir das doch mal aus. Total gerne. Dann stell dich doch einmal bitte dort vorne vor die Kamera mit Gesicht Richtung Eingang. Perfekt. Und dann gebe ich dir gleich ein Startsignal und dann gehst du einfach mal so vielleicht bis Höhe der Kasse und wieder zurück. Okay. Und dann schauen wir uns das gleich mal zusammen an. Sehr gut. Ich bin gespannt. Wenn du bereit bist, dann kann es jetzt losgehen. Perfekt. Und nochmal ein Stückchen zurück. Dann sehen wir es mal in beide Richtungen. Super. Ja, also der Hooker, ein Top-Schuh. Geil. Jetzt müssen wir gleich mal schauen, ob wir tatsächlich hier so viel sehen wie, wo ist meine Maus? Hallo. Gleich mal gucken. Denn du hast natürlich beim Gehen nicht so eine große Belastung auf den Schuh wie beim Joggen. Ja, da ist dieser Impact, der ist ja noch mal ein bisschen stärker. Ja. Dementsprechend sehen wir den Schuh jetzt vielleicht gar nicht so sehr arbeiten. Müssen wir mal gucken, Augenblick. Wir lassen es jetzt einfach mal langsam laufen. Genau, also man sieht hier einmal schön, wie du abrollst. Ne? Das Bein schwingt nach vorne durch. Du setzt mit der Ferse zuerst auf. Dann rollt der Fuß nach vorne hin ab. Ja. Und im Ballenbereich drückst du dich dann wieder kraftvoll nach vorne ab. Ne? Das ist so eine typische Abrollbewegung, die auch viele Jogger machen, halt eben dann nur ein bisschen schneller. Ganz genau. Und wir achten bei sowas dann immer ganz stark darauf, was macht dein Knie.
bleibt das gerade über deinem Fußgelenk und über deinem, unter deinem Hüftgelenk, ne, dass das so eine Linie bildet, dass die Beinachse einfach gerade bleibt. Ich glaube, das ist ein bisschen versetzt jetzt so, glaube ich, ne? Genau, so ein ganz kleines bisschen. Ich meine, das waren jetzt auch die ersten Schritte. Ich meine, ich drehe auch den linken Fuß so ein bisschen nach innen ein, ne? Genau, den drehst du so ein kleines bisschen. Also ja, der schwingt so ein bisschen nach außen und dann drehst du ihn wieder nach innen ein. Aber das ist jetzt nichts, was irgendwie Probleme bereitet. Ja gut, aber soweit kommt dann auch diese asymmetrische Abnutzung zustande. Ganz genau. Ne? Und wenn der einen Fuß halt eben immer ein bisschen anders aufgesetzt wird, könntest du mal gerade schauen, wenn du zurückkommst, ob das nochmal einen Unterschied macht. Jetzt siehst du auch nochmal schön, wie du die Füße setzt. Ne? Wieder so ein bisschen von außen nach innen schwingt. Ja, genau. Aber das erklärt natürlich auch die Abnutzung von so einem Schuh, weil du hast den ersten Kontakt mit dem Boden hast du immer mit der Ferse. Ne? Jemand, der joggen geht, der laufen geht und vielleicht einen anderen Laufstil hat, der läuft unter Umständen auch vorne mal über den Ballen, dann hast du eine ganz andere Abnutzungserscheinung an so einem Schuh. Ja, ja. Und für dich, der halt eben abrollt, ist es dann die Ferse, die dort entsprechend am meisten leidet und beansprucht wird. Ne? Die Leute, die auf Barfußschuhe schwören, ne? Die haben einen ganz anderen Gang, die ganz genau. Die laufen ja direkt über den Ballen. Ganz genau. Weil die keine Dämpfung haben. Ne? Ganz genau, das muss dann quasi die körpereigene Dämpfung übernehmen, weil der Schuh das nicht gewährleisten kann. Aber das ist für mich, ne? Also man sieht hier halt nochmal ganz schön, jetzt wo du nahe kommst, dass die Beinachse schön gerade bleibt. Also es ist nicht so, dass dein Knie da nach innen kippt oder nach außen. Ne? Also das ist halt eben so ein bisschen, das hier ist wirklich nichts, was jetzt irgendwie auf Fakten basiert. Das müssen wir quasi interpretieren, was wir hier sehen. Klar. Das hier unten, das ist dann wirklich Technik, ne? mit diesem Analysetool. Hier können wir wirklich nur uns das angucken, was wir sehen. Aber das spricht halt eben dafür, dass du sportlich bist, dass du viel Sport machst, dass du dich viel bewegst. Denn wenn du eine Muskulatur hast, die das Ganze ein bisschen stützt, dann wirst du das auch nicht sehen. Ja, okay. Ganz genau. Also im Grunde alles im grünen Bereich. Alles im grünen Bereich, weiter so. Ja, würde ich sagen, machen wir mal die andere Analyse hier, ne? Gerne, können wir machen. Genau, dann starten wir jetzt einmal unsere zweite Analyse, die wir haben. Die basiert nicht auf Interpretation, sondern das ist jetzt wirklich Technik, die hier im Boden in so einer Platte verbaut ist. Das ist ein Drucksensor. Ja. Da ist jetzt wichtig, dass du barfuß drüber läufst. Also Socken darfst du gerne anlassen, aber Schuhe müssen wir halt eben einmal kurz ausziehen. Ich bin gerade so wohlgefühlt da drin, ziehe ich sie wieder aus. Okay. So, genau, komm ruhig erstmal mit zu mir rum, dass du einmal mit auf das Display gucken kannst. Denn in der Regel gibt es immer so ein, zwei Dinge, die klärt man hier einmal vorab. Jetzt bist du kein Jogger, sondern du gehst viel in deinem Schuh. Ja. Wir würden an dieser Stelle nämlich ansonsten jetzt so Daten abfragen, wie viele Kilometer machst du in der Woche, auf wie viele Läufe verteilst du das. Wir können das spaßeshalber ja trotzdem mal machen, Mal zu schauen. Kannst du das irgendwie so ganz grob? Kilometer pro Woche. Pro Woche, genau. Also ist in letzter Zeit sehr unregelmäßig, aber 100 bis 150. Dafür habe ich jetzt leider keine Einheit mehr, das heißt, ich sage mehr als 30. Größer 30, genau. Und das aber wahrscheinlich verteilt auf mehr als einen Lauf. Definitiv, also ich versuche jeden Tag mich zu bewegen. Ja. Genau, das heißt jeden Tag, dann sind wir auch bei über 5 Tagen. Genau. Hier würde man jetzt noch angeben, ob du an Wettkämpfen teilnimmst, bezieht sich auch hier natürlich wieder aufs Joggen, aber ich meine, die Märsche kann man ja auch so ein bisschen als Wettkampf sehen. Ne? Mammutmarsch darf man nicht als Wettkampf bezeichnen, das haben die nicht so gerne, aber wir geben mal Ja ein, genau. Okay, an dieser Stelle geht es so ein bisschen darum, mit was für Schuhen man bisher gelaufen ist. Ja. Es gibt unterschiedliche Arten von Schuhen und wie die stabilisiert werden. Die Schuhe, die wir heute anprobiert haben und die du bisher gelaufen bist, die bezeichnet man als Neutralschuhe. Ja. Die haben eine durchgehend weich gedämpfte Sohle, da steckt also immer irgendeine Art von Schaum drin oder Gel zum Beispiel, wenn du so einen ASICS-Schuh hast. Ne? Ja. Das ist immer eine sehr weiche Sohle. Und dann gibt es einmal eine Unterscheidung in Support und Stabilität. Das sind dann Schuhe, die in der Sohle wirklich so einen festen Keil verbauen. Für die Leute, vorhin schon mal drüber gesprochen, die ganz stark nach innen kippen, die kannst du dort halt eben stabilisieren, indem der Schuh so einen festen Bestandteil hat. Ja. Der ist auf der Innenseite unter deinem Fußgewölbe ein bisschen höher und wird nach außen etwas flacher, wie so ein Keil. Und der drückt deinen Fuß ganz neutral in so eine Position, so ein bisschen nach außen. Okay. Genau. Und hier geben wir halt einmal mit an, was du bisher für einen Schuh gelaufen bist. Und das war bei dir ein ganz neutraler. Du kommst jetzt aus einem Bondi. Ne? Ja. Ganz genau. Körpergewicht spielt hier eine Rolle, das muss man einmal mit angeben. Das müssen wir dann ausblenden, tippen auf das mittlere. Okay, das ist kein Problem. 82 das Kilo, wir. Viel zu viel. Okay, jetzt muss ich mir einmal deine Beinachse anschauen. Das heißt, dazu drehst du dich am besten mal in meine Richtung, dass ich so, am besten andersrum, dass ich deine Knie sehen kann. Perfekt, genau so. Einmal die Füße ganz eng zusammen. Genau.
kein O-Bein, kein X-Bein, ganz gerade Beinachse. Also hättest du jetzt irgendwie früher viel Fußball gespielt, würde man das stark sehen, dass die Knie so ein bisschen nach außen zeigen. Aha, okay. Dann haben viele Leute, O-Bein ist bei dir aber ganz gerade. Ja, okay. Das würden wir hier entsprechend dann auch einmal mit angeben. Ja. Einbeinige Kniebeuge, Problem für deine Knie oder geht das? Mit dem Rechten könnte ich es versuchen. Also was soll ich tun jetzt? Pass auf, am besten ist, du legst eine Hand hier oben drauf, dann kannst du dich so ein bisschen stabilisieren und musst nicht so... Achso, mit einem... Ganz genau. Das heißt, du stellst dich einfach quasi mit einem Bein... Nö, auf die Platte musst du gar nicht. Du stellst dich einfach auf ein Bein, kannst dich so ein bisschen abstützen. Da geht es einfach darum, dass du mal so eine, zwei, drei einbeinige Kniebeugen machst. Einfach mal zu schauen, unter Last. Dann sieht man nämlich schön, dein Knie bleibt auch hier gerade. Ne? Also du kippst nicht nach innen ein. Du hast zwar diesen Plattfuß, der sich so ein kleines bisschen absenkt, aber dein Knie bleibt gerade. Perfekt. Ich würde es gerade mal mit dem linken Knie versuchen, weil das ist das richtig zerstörte Knie. Okay, ja, dann. Ich habe das noch nie probiert. Muss nicht tief runter, deswegen auch so ein bisschen absichern. Guck einfach mal. Da knackt es schon. Ja. Ja, dann musst du auch nicht tief runtergehen. Nee, aber das reicht gar nicht für mich. Gut an. Dann lassen wir das auch, ganz genau. Nee, aber das dient einfach dazu, denn beim Laufen hast du ja auch immer eine einseitige Belastung. Es ist ja immer ein Bein kurz in der Luft oder ein Fuß kurz in der Luft und der andere auf dem Boden. Ja. Damit simulieren wir einmal ganz kurz, wie das quasi aussieht. Ne? Okay. Wie das Knie dann arbeitet im Grunde genommen. Ja. Genau, und da habe ich jetzt halt eben gesehen, dein Knie bleibt schön gerade über deinem Fußknöchel. So, und jetzt sind wir eigentlich schon beim letzten Schritt und dafür haben wir hier diese Fußabdrücke aufgemalt. Ich mache das immer einmal ganz gern vor, dann weiß man auch, was man möchte. Diese Druckmessplatte, da müssen wir halt eben gleich drauf treten. Die Fußabdrücke dienen dazu, dass du die Füße in der richtigen Reihenfolge setzt. Ja. Du startest mit rechts, links, rechts und trittst dann mit links quasi auf die Platte. Mit links von der Seite. Und dann aber nicht langsamer werden wie ich, sondern gleich ruhig einfach drüber gehen. Ja, verstehe. So ein bisschen flotter. Und dann sollte das passen. Okay. Genau. Genau, starte einfach mal. Wir gucken, ob das mit der Geschwindigkeit passt. Ja, ich glaube, du darfst sogar ein Schrittchen schneller gehen. Okay. Nee, der hat gepasst. Umso besser. Na gut. Gerät hat es genommen. Das heißt, wir machen das gleich jetzt aus der anderen Richtung. Okay. Sind wir abwechselnd. So, genau, kannst du starten. Als hättest du nie was anderes gemacht. Okay, dann noch einmal zurück. Wir machen es zur Korrektur quasi nochmal eine Messung hinterher. Jede Seite noch einmal, genau. Der war auch gut. Einmal zurück. Perfekt. Genau. Das war's schon. Und jetzt kriegen wir ein Ergebnis. Und jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier sehen. Also wir sehen unterschiedliche Dinge an dieser Stelle. Wir kriegen jetzt hier wirklich schön einen Fußabdruck und wir kriegen farblich gekennzeichnet, wo die Belastung am größten ist. Ja. Die größte Belastung ist immer dunkelrot eingefärbt. Ja. Ist klassischerweise der Fersenbereich, ist klassischerweise vorne der Ballen und so der Großzeh. Einfach weil wir mit der Ferse aufsetzen und uns vorne über den Ballen kraftvoll wieder abstoßen. Ja. Gepunktete Linie ist einfach nur dein Körperschwerpunkt. Beschreibt immer so einen ganz leichten Bogen, weil wir halt anatomisch so die Füße geformt haben, dass wir so ganz leicht über die Außenkanten abrollen. Okay, das heißt, das ist der Schwerpunkt während des Abrollvorgangs. Während des Abrollens, deswegen beschreibt er so einen Bogen. Ne? Ja. Und es ist ansonsten, aber man sieht hier tatsächlich gar nicht so stark, dass du einen Plattfuß hast. Ne? Also man sieht bei anderen Leuten sonst noch eine deutlich breitere Auflagefläche, die dann dunkelblau oder so leicht hellblau eingefärbt ist, bei so einem richtigen Plattfuß. Also deine Einlagen, denke ich, die haben da gut gegengearbeitet. Ne? Wollte ich gerade sagen, dass es damit zusammenhängt. Ja? Ja, also da kann man immer schön sehen, wenn jetzt ein Laufanfänger reinkommt mit einem starken Plattfuß, wir wiederholen das, wir machen diese Analyse und wir wiederholen die dann mal in einem halben Jahr und er ist währenddessen fleißig gelaufen. Ja. Verändert sich die Muskulatur und dann wird auch so ein Abdruck ganz anders aussehen. Und so ist es bei dir auch. Du hast viel Sport gemacht, du hast deine Einlagen getragen und dadurch hat sich deine Fußform so ein bisschen verändert, zum Positiven hin, ne? Weil man es jetzt einfach gar nicht mehr so stark sieht. Genau. Und dann kriege ich jetzt hier eben für einen Läufer, wäre jetzt hier die Empfehlung so einer gelben Einlage. Es gibt drei unterschiedliche Einlagen bei uns. Die sind wirklich für die Leute geeignet, die nicht schon eine orthopädisch angefertigte Einlage haben. Da können wir an der Stelle dann nämlich den Schuh jetzt auch ein bisschen besser an die Fußform anpassen. Ja. Und die sind einfach unterschiedlich geschnitten. Die sind dann entsprechend auf der Innenseite anders gearbeitet, ein bisschen höher oder ein bisschen flacher. Ne, und wenn du dir, ich kann dir auch mal gerne einen auspacken. Das ist auch schon was anderes. Das ist was deutlich anderes als das, was in so einem Schuh drin liegt. Aber auch die arbeiten tatsächlich mit so einer richtigen Platte unten drunter. Ne? Okay. Auch hier ein bisschen zusätzlicher. Ja, die ist richtig fest. Ne? Also hier ist zusätzliche Dämpfung für die Ferse und den Ballen. Und diese Platte, die dient wirklich dazu, um dein Fußgewölbe aufzurichten und so ein bisschen auch oben zu halten unter Last. Ja. Ne? Und wenn du das umdrehst, die Ferse, die ist halt richtig eingebettet. Also du hast Fußbett. Ne? Und du stehst nicht so flach auf der Sohle wie in einem normalen Schuh. Ja, da wäre so eine Stelle hier, wo ich mir dann wieder Blasen laufen würde. Da müsste man eben schauen, ob der Fuß da sauber drin steht. Ne? Aber in deinem Fall ist es sowieso, du hast eine Einlage, die wurde für dich angefertigt. Du brauchst sowas dann gar nicht. Ne? Ja, okay. Sehr gut.
kann ich ja guten Gewissens hier rausgehen, dass ich soweit gesund bin. Ne? Auf jeden Fall. Ich habe ja nichts Schlimmeres, Schuhe kaufen und kommst als Invalide wieder raus aus dem Laden. Ne? Nee, das wäre schlecht. Genau. Dann kommt man doch nur einmal ein unter Umständen, ja, richtig, oder? Genau. Ja, würde ich sagen, kommen wir noch zum unvergnüglichen Teil, zum Bezahlen. Alles klar. So, lieber Alex. Dann haben wir zwei Schuhe für dich gefunden. Sehr gut. Einen hast du schon am Fuß, den anderen haben wir hier. Nehme ich mit. Magst du die Einlagen noch mitnehmen? Ich nehme die Einlagen mit. Gib ich die einfach mit. Ne? Der kann man mal vielleicht zum Feuer anzünden, auf eine Wanderung benutzen oder so. Oder? Spaß. Genau. So, dann lass mich deine beiden Schuhe an der 1 scannen. Die Kartons lässt du hier, hast du gesagt. Kartons lasse ich gerne hier, ja. Lässt du hier, okay. Super. Und du magst mit Karte zahlen? Ich zahle eine Karte. Alles klar. Schön, einmal das Kartengerät. Snippt das mit Kameramann. Ah, ohne PIN, sehr gut. Ja, ich wollte sagen, ich glaube, das ist mit Unterschrift. Dann kannst du die Karte sogar schon wieder entnehmen. Ja, sehr gut. Ist ab und zu mal ein bisschen altmodisch, aber wir haben neue Terminals bestellt. Das habe ich nie verstanden. Mal ist es mit Unterschrift, mal ist es mit PIN. Genau. Da steckt man ein wenig drin. Ne? Genau, einfach auf der Rückseite. Ja. Gibt es keine Fläche für, einfach einmal mitten drauf. Perfekt. Und dann kriegst du noch einen Beleg von mir. Da sind deine Belege. Ja. Ich danke dir. Lieber Alex, ich danke dir für die tolle Beratung. Ja, total gerne. Und das aufschlussreiche Analyseverfahren. Hat mir sehr gefallen. Total gerne. Ich hoffe, sie leisten dir gute Dienste. Definitiv. Und die wissen wir schon, der wird schon funktionieren. Ne? Und das ist mal eine schöne Alternative. Das ist eine super Sache. Gut, okay. Dann wünsche ich alles Gute. Ne? Ich danke dir. Mach's gut. Tschüss. Im Eifer des Gefechtes ist uns glatt die Abmoderation durchgegangen. Wir bitten dies zu entschuldigen. Das Team vom Kölner Laufladen Bonat und meine Wenigkeit bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Eindruck von Bonat vermitteln. Schaut doch mal vorbei. Vielen Dank an Kameramann Dominik. Madet Jod und tschüss.